Ey yo, und herzlich willkommen zum vierten PFDL-Spieltag der vierten Season. Ist das die vierte Season? Ich glaube ja. Doch, 1-2 habe ich mitgemacht, 3 habe ich ausgelassen, 4 bin ich dabei. Ja, das ist die vierte Season. Wir spielen heute gegen den lieben Lukas, also nicht der Lukas von der YPL, sondern ein neuer Lukas. Der ist auch, also erstmal mit seinem Team Shining Wave. Dieser ist auch, soweit ich das erfahren habe, neu im Competitive. Dementsprechend, ich möchte ihn nicht unterschätzen. Also er meinte auch, er ist ein Freewin, hat er selbst zu mir geschrieben. Aber ich möchte ihn nicht unterschätzen. Mir ist das schon mal passiert, dass ich eine Person, die sonst immer nur verliert, unterschätzt habe und danach aufs Maul bekommen habe. Und das ist halt sehr, sehr unlucky. Deswegen, ich habe trotzdem alles ins Teambuilding gegeben. Ich habe mein Bestes gegeben, weil wir stehen aktuell 1-2. Und so ein 2-2 wäre schon ganz lecker, denn wieder ein bisschen ausgeglichener zu sein, vor allem in der Tabelle. Ich möchte nicht jede PFDL-Season verkacken. Dementsprechend, ja. Wir spielen gegen den lieben Lukas und sein Team besteht aus Mega Despotar und Katagami im S-Tier. Katapultra und Gyarados im A-Tier, Gardevoir, Zoroark, vor dem ich heftig Schiss habe, wenn der mich verarscht. Und Metagross im B-Tier, Monagoras und Aerodactyl im C-Tier und Stolos und Hundemon im D-Tier. Strongest Team. Also sein Team ist wirklich tatsächlich relativ strong. Er hat ein paar Schwächen in seinem Team, das sehe ich auch auf jeden Fall. Aber all around, sein Team ist nicht das Schlechteste, sagen wir es so. Sein Team ist nicht das Schlechteste. Sowas wie Katapultra, Katagami und Megatita, die können halt schon alleine relativ viel carryen, sag ich mal. Und dementsprechend, mal schauen. Ich habe Respekt auf jeden Fall. Ich sag's wie es ist, ich habe Respekt vor seinem Team. Allein einfach aus dem Grund. Ich möchte ihn, wie gesagt, nicht unterschätzen. Dementsprechend kommen wir zu meinem Team. Und mein Team besteht aus King Ghidorah, unser High Dragon mit den Black Glasses und Levitate. Die Black Glasses erkläre ich gleich nochmal genau. Wir spielen wieder ein physisches Set mit DD, Superpower, Crunch und Flamethrower. Ein bisschen weird, da einen Flamethrower drauf zu haben, aber er hat halt Katagami und das Ding lebt halt ein Firefang. Ist halt nicht cool. Oder kann ein Firefang überleben irgendwie so. Ich kann nochmal nebenbei nachkalken, wie das jetzt war. Außerdem kann er Firefang missen. Katana und Fire Flamethrower killt halt in alle Welten. Und sagen wir, Firefang ist auf plus minus 0 kein Kill. 98% Max Damage. Auf plus 1, ja gut, da ist es ein safer Kill. Aber wenn er dann auch eine Orca Berry oder so ein Scheiß spielt, dann ist halt kacke. Dementsprechend, ja, wir spielen King Ghidorah mit dem Flamethrower. Einfach um sicher zu gehen. Dann haben wir Superpower für Tita, was halt auch nicht bad ist. Und maybe Zoroark kann, ja doch, Zoroark eigentlich auch. Und Monagoras und Stollers und so weiter und so fort. Und als letzten Move haben wir, klar, Superpower bringt natürlich auch den Attack Drop mit sich, der natürlich bei einem DD-Set nicht das geilste ist. Aber er kann ja nicht alles mitnehmen. Dementsprechend wäre es vielleicht ganz cool, wenn ich nur maximal ein bis zweimal Superpower drücken müsste. Dann passt das auch schon. Genau. Dann haben wir noch den Crunch mit den Black Glasses, weil damit kille ich auf plus 1 einen Gardevoir. Und den nehme ich auf jeden Fall. Wir killen auf jeden Fall Katapultra, wir killen Metagross, wir. Ja, das ist eigentlich so die Hauptmonster. Aerodactyl glaube ich auch. Ja, doch, eigentlich schon. Aerodactyl. Mit Crunch auf plus minus 0 nicht. Auf plus 1 killen wir den auch safe. Das ist ganz cool. Also auf plus 1 killen wir halt fast alles mit Crunch oder Superpower. Das ist halt eigentlich ganz cool. Genau, wir haben genug Speed, um Katapultra zu outspeeden. Wenn wir plus 1 gehen und auch ansonsten haben wir genug Speed noch für irgendwas anderes. Ich weiß aber gerade aus dem Kopf nicht mehr genau was. Oder? Doch, Gyarados, glaube ich. Gyarados oder Gardevoir. Für eins von beiden habe ich mich noch gespeedcreept. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, welche schneller ist. Ich glaube, Gardevoir war ein bisschen schneller. Dementsprechend glaube ich für Gardevoir. Genau, dann haben wir Palpatine mit dem Choice Scarf und Reckless. Super das Risky Set. Also, holy shit, das ist richtig risky, das so zu spielen. Aber ich habe zuerst überlegt, ey, wie zu spielen. Und keine Ahnung, halt irgendwie sowas, um Zoroark switchen zu haben. Aber das Ding ist so oder so ein Zoroark switchen. Ich weiß halt eh nie wirklich, bis das Ding Move gedrückt hat, was Zoroark ist. Und dementsprechend haben wir Superpower. Ist ein bisschen geiler, vor allem bei einem Choice Scarf Set, sag ich mal. Wir haben den Wild Charge und Flare Blitz. Das ist, denke ich mal, recht obvious. Allein Wild Charge eigentlich nur für Gyarados. Und maybe Aero.
Dann haben wir halt noch Sucker Punch als für Katapultra, weil Katapultra kriegen wir nicht outspeeded in keiner Welt. Dementsprechend spielen wir noch den Sucker Punch. Kann vielleicht so Last Resort-mäßig noch was Cooles sein, vor allem wenn ein ED-Set ist. Könnte das mir maybe nochmal den Arsch retten. Ich kann mal nachkalken, wie viel das macht. Dragapult. Ja gut, es gibt hier kein richtiges Set dafür. Ja gut, Sucker Punch macht 70%. Aber danach kriegen wir das auf jeden Fall irgendwie revenged. Genau. Dann haben wir Nomu mit den Leftovers und Regenerator. Mit Yawn. Ach so, warte. Ich glaube, da hat mir geschrieben, wäre bereit, welches Format müsste ich auswählen. National Dex AG und dann Yamari einladen. So, mit Yawn, Slack of Scald, Shadow Ball, komplett speziell defensiv. Dann haben wir unser Mega Beedrill, komplett, ne, fast Full Speed, um sein Dragapult zu outspeeden. Mit Knock, U-Turn, Poison Jab und Drill Run. Dann haben wir Lexus, unser Tapu Koko mit Choice Bags, weil er hat kein Electro Switch in. Das ist ganz cool. Ja, mit Hidden Power Fighting Bolt Switch, T-Bolt und Defog. Und wir haben Freddy Flunder, unser Stunt für Skalar mit dem Rocky Helmet, komplett physisch defensiv. Und ja, da ist die Einladung. PFDL Lukas. Und wir sagen Accept. Und da haut irgendwas nicht hin. Das ist irgendwie. Weißt du, was das ist, ne? Was? Du kannst keine Hidden Power Fight. Habe ich im falschen Format gewonnen? Nee, National Dex, anything goes. Hä? Was haut er jetzt nicht hin? Power was only available von Events need to match. Max ist kein Hidden Power Fighting because of Master. At least 3 perfect IVs. Okay, da haut gerade irgendwas nicht so ganz hin. So mache. Das ist doof. Warum funktioniert das jetzt nicht? Laxus, das ist Coco. Not have hidden power fighting because it starts with 3 perfect IVs because it's a Gen 6 plus legendary. Kann ich keine hidden powers mehr spielen? Nein, das wäre Schwachsinn. Da haut irgendwas nicht so ganz hin. Okay, dann tauschen wir ihn gegen Dazzling Gleam. Ist egal. Dann noch einmal. Keine Lust, da jetzt irgendwie herauszufinden, woran das liegt. So, er hat dabei. Mega Tita, das war klar. Katagami war klar. Katapultra war klar. Garados nicht dabei, was angenehm ist. Gardevoir ist dabei, das ist auch fein. Zoroark ist nicht dabei. Oh Gott, das ist so angenehm. Gardevoir ist halt dabei, das ist auch fein. Metagross ist nicht dabei, Monagoras Aerodactyl ist dabei und Stolos ist dabei, ja, auch interessant. So, möglicher Lead wäre auf jeden Fall Aerodactyl, gar keine Frage. Mit Aerodactyl würde ich halt in den Speed-Teil gehen mit Coco. Könnte Aero uns denn killen, ist jetzt die Frage. Wenn ich sage Tapu Koko gegen Aerodactyl, EQ killt uns halt nicht. Und wir können eigentlich vor Free of World Switch gehen. Ja. Ja, sehe ich. Er hat uns Good Luck gewünscht. Wir sagen U2. Er leadet direkt mit Dragapult. Ich bin schon fast dazu, vielleicht auf den Dazzling Gleam zu gehen. Dragapult. Choice Specs. Selbst wenn das Specs ist, er killt uns halt nicht. So, wir haben keine Hidden Power Fighting mehr. Wir haben jetzt Dazzling Gleam. Der killt auch. Gott. Ich will ihm halt kein DD geben, aber Stolos ist eigentlich relativ obvious. Maybe. Aber. Ja, komm. Er tut U-Turn. Okay. Er ist Life Orb. Auch gut zu wissen. Und er ist physisch offensiv. Okay. Das heißt, Fred, die Flunder, ist auf jeden Fall immer unser Switchen. Ah, Wurzeljab ist cool gewesen. Aber Aggron kommt rein, das war klar. Aber trotzdem 43%. Holy shit, ist das lecker. Aber ja. So, wir holen jetzt Slowbro rein. Kriegt auf jeden Fall am wenigsten Damage.
Slowbro kommt, der drückt die Q, macht 60%. Können wir schon mal nachschauen. Slowbro gegen Aggron. Q hat uns 41% gemacht. Okay, 252. Adamant. Der ist banded. Der ist banded. Können potenziell auf den Yawn gehen. Machen wir das so. Ja, Katana kommt rein. Perfekt. Wir gehen auf den Yawn. Und ich habe das Electric Terrain vergessen. Ja, easy. Ja, wir gehen in Freddy Flunder. Das ist jetzt auch den Elektro. Oh, shit. Ne, wir gehen in Ember. Das ist gerade absolut stupid gewesen. Absolute stupid play. Und er haut uns um das Scarf weg. Das ist nicht cool. Okay. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen hier einfach auf den Flare Blitz. Ja. Unlucky. Kann auf Wild Charge auch maybe gehen für Ero. Aber wenn er jetzt drin bleibt, dann ist absolut RIP. Ja, wir gehen auf Flare Blitz. Der wird auch auf Aerodactyl viel Damage stricken. Unlucky. Gardevoir. Okay, bin ich fein mit. Gardevoir dropped. Bam. Okay. Okay. Aero kommt rein. In Aerodactyl gehen wir wieder in Slowbro, würde ich sagen. Also der Yawn-Play war gerade absolut stupid. Ich habe das Electric Terrain einfach kurz vergessen. Er drückt Edge. Macht... Oh, schon Damage, ja. Aber nicht die Welt. So, wir drücken jetzt aber... jetzt drücken wir Yawn. So, kann mich mal. Ich würde jetzt einfach auf den Scald gehen, I guess. Oder auf den Shadow Ball. Ich glaube, Shadow Ball ist viel geiler. Obwohl sein ganzes Team ist physisch. Wenn ich dann Scald Burn bekomme, dann ist halt absolut lecker. Ja. Katana ist fein. Burn. Schade. So, wir gehen in Stunfisk. Wir gehen in Stunfisk. Er wird wahrscheinlich nochmal knocken. Sehe ich zumindest gerade am ehesten. Er drückt Leaf Blade, das ist fein. Macht uns halt nichts und er kriegt Damage. Ja. Wir gehen jetzt auf jeden Fall auf die Staff Rocks. Wir können auch auf... Doch. Wir können auch auf Full Play gehen. Den sehe ich eigentlich auch. So, er drückt Knock. Ja, damit ist der schon mal weg. Katana ist raus. Auch super gut. Klar, wir haben damit jetzt unseren Fred eigentlich so gut wie tot. I guess. Tyranitar kommt rein. Okay. Ich einmal gegen den. Ich habe Angst vor einem D-Dance-Set, to be honest. Aber mal, warte mal. Wenn ich jetzt sage Beedrill Mega gegen Tyranitar. Hoppala, falsch geschrieben. Tyranitar Oyo D-Dance. Wir sagen erst plus 1 ist. Beedrill hat trotzdem schneller. Das ist gut. Selbst wenn er Jolly spielt, das ist fein. Glaube ich, hätte aber trotzdem. Chip ist Chip. Die Rocks. Ich glaube, da wird uns jetzt einfach rausnehmen. Ja, Ice Punch. Und er killt uns nicht mal. Vollkommen fein. Ich glaube, wir sacken den jetzt an der Stelle. Ja. Ich wäre jetzt hier für den Sack. Drückt Ice Punch. Ist ein Crit. Hätte uns aber so oder so gekillt. So. Wir schauen nach. Okay, Ice Punch ist sogar Validate. Spielt man sogar. Hi Dragon. Er kann uns nicht killen, das ist schon mal ganz cool. Ich bin noch nicht bereit dafür, auf Dings zu gehen. Wie viel machen wir ihn mit Beedrill? Nicht genug. Vielleicht scare ich ihn damit drin raus. Dann kann ich wieder in Perpetuum maybe gehen oder so. Keine Ahnung. Okay.
Wenn ich jetzt sage, ich gehe in Coco. Tapu Koko. Und wir haben Dazzling Gleam. So vergesse ich das immer. Gut. Wenn ich dann sage, ich sacke Palpatine. Palpatine könnte ich maybe noch gebrauchen. Ja, ich habe einen Play. So, wir gehen in Coco. Und das Electric Terrain wieder raus. Gehen jetzt hier einmal auf den Volt Switch, weil ich einen EQ sehe. So. Wie viel hat er gemacht? 33%? Ja, der ist offensiv. Gehen jetzt in Slowbro. Kommt ein EQ, wie erwartet. Auf den jetzt kommenden Crunch. Gehe ich in. Wir sind langsamer. Boah, warte. Die können ja nachschauen. Das ist ja Adamant. Gegen Slowbro. Der hat mit dem Earthquake, den er anscheinend hat. Earthquake. Hat er uns 39. Ja, das Element. Das ist gut. Das heißt, wenn jetzt ein Crunch kommt auf Embor, der auch nicht hier mit drin aufgelistet wird, falls man es anscheinend nicht spielt. Crunch killt ihn nicht. Also Interrocks, wir kriegen 12%. Sind wir auf. Der Sandsturm ist gerade nervig. Kann auch sagen, ich gehe jetzt in Hydreigon. Ich kann auch sagen, ich gehe jetzt einfach in Hydreigon. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ja. Wir gehen Hydreigon. Auf den Crunch, genau. Und drücken jetzt einfach offensiv Superpower da rein. Boosten uns nicht, weil wir wissen, der hat Ice Punch. Ich glaube allgemein, Boosten bringt uns gerade gar nichts mehr. Aggron kommt rein. Okay, den Tod zu haben ist auch cool. So. Schön, schön. Schön, schön. So, Aerodactyl kommt rein. Damit bin ich fein. Können wir forschen, der geht jetzt auf die Edge. Wir gehen daraufhin jetzt in Slowbro, I guess. Weil da kann. Auch Aero sollte uns killen können mit einer Edge, oder? Aerodactyl. Sagen wir. Yu-Yu Offensive. Gegen Hydreigon. Edge ist eine Roll. Warte, wir sind auf 49%. Gehe ich das ein? Nee, eigentlich kann ich das nicht machen. Es ist wichtiger, als Tita irgendwie rauszubekommen. Wenn ich die Roll jetzt allerdings kriege. Moment, warte mal. Wir sind auf 49%. Ich jetzt nochmal sage Edge. Shit, jetzt zeigt er mir das nicht an. Ah, komm schon. Sag mir doch, wie viel Damage, was für eine Prozentchance. Ah, da, 68%. Das ist eigentlich viel zu hoch. Wie gesagt, ich gehe in Slowbro. Dann ist das fein. Ja, wir gehen in Slowbro. Wir riskieren das jetzt hier nicht. Durch Dragon Claw sogar. Okay, dann ist das eh egal. Das Leftover ist auch interessant. Ich drücke jetzt einmal einen Scald. Oder? Doch, Scald sollte jetzt fein sein. Drückt die Folge, ist fein. Und wir scalden den. Lebt das sogar? Ja, ist in Ordnung. Wir drücken jetzt einmal Yawn, maybe? Ich glaube, Yawn ist fein. So. Jetzt die Frage, will er den sacken? Ich gehe auf jeden Fall auf Shadow Ball. Ich gehe auf jeden Fall auf Shadow Ball. Der killt ja auch an der Stelle und wenn Dragapult reinkommt, ist das halt schon echt lecker.
Ja, das ist mein Play. Ach Gott. Ach Gott. So, Dragapult kommt rein. Perfekt. Bam. Easy. So. An der Stelle. Was ist sein Play? So, Slowbro. So, jetzt, warte mal. Slowbro ist nicht auf 49%, das ist auf 76%. Gegen Dragapult. Dragapult. Da, da, die deren Set. Geht doch. Phantom Force killt mich, Dragon Darts lebe ich. Dragon Darts lebe ich. Jo. Jo. Okay. Überlegung. Ich muss eigentlich nochmal auf Shadow Ball. Ich kann ihm kein DD geben. Er drückt U-Turn, ist fein. Eigentlich gewinnt das Beedrill an der Stelle. Tyranitar kommt rein, ja. Bam. Macht gar nichts. So. Also ich muss auf jeden Fall noch irgendwo was sacken, das ist klar. Ich glaube, an der Stelle sollte das Beedrill safe gewonnen haben. Gegen Tyranitar. Dann nehmen wir das Set. Und wir wissen, er ist Element. Okay. Sein Play ist wahrscheinlich jetzt... Ich weiß es gar nicht. Eigentlich sind seine Möglichkeiten relativ offen. Ich könnte maybe in Embor gehen eigentlich. Den... Wenn es sein muss, vielleicht sogar sacken. Ja. Es ist fein. So. Wir sagen jetzt mal Beedrill. U-Turn killt an der Stelle. Die nehmen wir auf. So, Beedrill kommt, wir drücken die Mega und drücken U-Turn. Und bam, tot. So. Jetzt muss ich maybe nochmal was sacken. Ja, kritisch. Okay. Da wird auch wieder ein 3-0. Hätte ich doch mal lieber X-Scissor gespielt, aber ist in Ordnung. Vielleicht kriege ich das auch noch irgendwie hin. Ich weiß es nicht. So, warte mal. Also ich gewinne das so oder so. Ich möchte versuchen, noch ein bisschen auf Differenz zu spielen. Wenn ich jetzt in Ghidorah gehe, kann dann beide gehen und mich killen. Wenn ich jetzt in Lexus gehe, muss er in Aerodactyl gehen. Muss den EQ drücken. Wenn ich jetzt in Nomo gehe, geht er wieder in Dragapult. Wie viel macht er mit der U-Turn? 44% nach Rocks lebe ich das sogar. Ja, wir gehen Slowbro. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich gerade tun kann. Okay. Ach, ist egal. So, 44% macht er mir mit. Der U-Turn. So. Wir slack offen an der Stelle einfach mal. Vielleicht hat er den Geist-Move auch gar nicht. Das kann auch sein. Für ein Life-Orb und U-Turn sowieso immer ein bisschen kritisch. Aber ich verstehe seine Intention dahinter. Die verstehe ich auf jeden Fall. Wenn er den Geist-Move jetzt drückt, ist das in Ordnung. Wir sind dann mit Beedrill schneller und gewinnen das danach. So. Phantom Force, ja. Phantom Force killt halt Slowbro, ne? Das Thema hatten wir ja schon. Gegen Dragapult. Da Double Steel Dance ist das Set. Killt nicht mal unbedingt. Okay. Potenziell nochmal aufs Slack aufgehen. Und den langsam an Life Orb und Ding sterben lassen. Na? Ich muss nochmal was nachschauen. U-Turn. Ja, nee, der ist jolly.
Könnte ich machen. Potenziell. Ja, komm. We tryin. Ich gewinne das 1v1 halt. Das ist halt ganz cool. Wenn der Force kommt, wir heilen uns wieder auf Full Health. Wir lassen ihn jetzt langsam halt... Oh, das ist echt eine kranke Roll hier. So. Ja, wir lassen ihn halt jetzt langsam daran sterben. Dragon Darts. Okay. Er holt dann Ero nochmal rein. Vollkommen in Ordnung. Ja, das passt. Wir können jetzt eigentlich auch noch was. Wir können scoren. Ah, war ein Missplay. War ein Missplay. Jetzt kill Dragon Darts. Ja, ist in Ordnung. Ist noch okay. Aber er stirbt halt jetzt auch. Dementsprechend, ich kann überlegen, in Coco nochmal zu gehen. Für den Fall, dass er Dragon Darts drückt. Aber naja. Mache ich das? Ist halt so egal, ne? Aber Beedrill gewinnt halt. Ich könnte auf... U-Turn killt auch. Ja, kann wir drücken einfach Shadow Ball. So. Ja gut, ich hätte in Coco nochmal gehen können. Schreiben GG. Ich hätte nochmal in Coco gehen können. Ich schick den Replay und so weiter. Okay, ich hätte nochmal in Coco gehen können, aber wäre jetzt da doch nochmal in Phantom Force gekommen. Wäre es halt ein bisschen blöd maybe gewesen. Ich kannte seinen letzten Move auch nicht. Naja, egal. Ist fein. Ist fein. Ja. Also Beedrill hätte das so oder so gewonnen. Ich habe nur überlegt, wie ich das vielleicht auf 4-0 spielen kann. Ich hätte es wahrscheinlich auch geschaffen können. Aber es ist Spieltag 4, noch ist die Differenz nicht weltentscheidend. Aber wäre schon cool gewesen. Naja, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Kampf fandet. Und ich würde sagen, Leute, haut rein. Schauen wir uns mal für den nächsten Video. Ciao, ciao.